So, da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls V Skyrim. Ah, es ist schon wieder Donnerstag. In der letzten Folge haben wir uns um das Wrack des Eisläufer gekümmert. Das Wrack der Eisläufer. Und haben uns mit den agonischen Handelsleuten, wie auch immer, ein bisschen auseinandergesetzt. Nur die haben uns ein bisschen verraten. Und ja gut, das war eigentlich recht offensichtlich, aber ich meine, okay. Doch. Nicht doch, sondern. Auch nicht. Ich habe in den Mund fusselig geredet. Also. Und zwar haben wir dann dort eine Notiz ke gefunden, kennengelernt. Hallo, mein Name ist Notiz. Hallo, ich bin der Wolfbaron. Nee, haben wir eine Notiz gefunden, die uns zur Grotte des zerbrochenen Ruders führt, da wir, beziehungsweise da die Agonia dort, den gesamten Beutekram rausgeraubt haben und den hierher gebracht haben. Und den möchten wir gerne haben. Ja. Und deswegen setzen wir uns jetzt dran und holen uns den. Ja. So. Bezwinge Jarira. Alles klar. Ah, da oben haben wir schon zwei Leute. Da und da. Ich speichere mal. Stahlpfeile. Muss klappen. Hat geklappt. Bleibst du stehen? Perfekt. Zwischenspeichern. Bärenpelz. Na, brauche ich nicht. Und wenn, dann erlege ich kurz ein paar Bären und hole mir das von dort. Okay. Schneebären. Wolfspelz und ein Loch. Perfekt. Ja, ich hoffe doch, ihr hattet eine schöne Woche. Bis jetzt. Nicht viel Stress, gute Noten, schönen Arbeitstag. Keine Ahnung, was ihr so alles macht. Die vielen Dinge, die ihr tut. Genau. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Die Ausdauertrinke. Ja, komm. Nehme ich mit. Warum eigentlich nicht? So, dann gehen wir rein. Okay. Die Quest habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht gemacht. Deswegen ist es auch für mich recht neu. Ich wollte schon sagen, sind hier keine Leute oder was? In die Schulter. Das muss wehtun. Okay. Gut. Die sind aber erstaunlich wenig Wachen. Habe ich die Schulter? Ja, mehr so in den Rücken rein, ins Rückenmark. Auch nicht gerade lecker. Muss bestimmt ziemlich wehtun. Den Hebel. Okay. Normalerweise alarmiert das nämlich ein paar Leute, aber irgendwie hat es jetzt keinen alarmiert. Alarmiert. Mal da unten. Ah, perfekt. Gibt es hier noch irgendwas? Ne, ein Angelzubehör. Ich will ja aber nicht angeln. Das Angeln muss ich mir auch nochmal irgendwann. Das müssen wir jetzt auch nochmal irgendwann angucken, wie das funktioniert. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Aber das können wir ein anderes Mal schön in Ruhe, in Frieden machen. Mal kurz gucken, ob ich jemanden sehen kann, aber da sieht es nicht danach aus, als wäre da jemand. Okay. Gut. Also ich habe einen Geldbeutel, den möchte ich gerne haben. Ja, den Krug möchte ich nicht, aber okay, das ist auch in Ordnung. Können wir vielleicht irgendwo verschallern. Vermaschallern. Okay, alles klar. Speicher mal, weil ich glaube, da sehe ich nämlich jemanden um die Ecke. Ja.
für einen Moment gedacht, dass wir die falschen Pfeile ausgerüstet. Alter, voll durch den Schädel durch. Arme Sau. Aber deine Tomatensuppe nehme ich gerne mit. Danke dir. Heiltrank. Fass. Ein lecker Fass. Okay, was hat der hier voll? Ja, was ist denn das? Die Lunge. Okay. Sonst nichts Großartiges zu erzählen. Zu entdecken. Okay, da ist auch niemand. Kiste. Die orkische Pfeile nehmen wir mit. Die Rolle der Harmonie. Ich glaube, das zählt zu Beschwörungszauber, die Rollen, aber. Und wie gesagt, ich bin kein Magier. Ich weiß nicht, irgendwie liegt mir der Beruf vor allem. Irgendwie liegt mir die Klasse Magier nicht am Herzen. Das ist mehr so der Dieb, der Jäger. Ja, Dieb, Jäger. Eher Dieb. Wo Diebe machen wir? Diebe machen wir mit Dolchen und genau. Was war das? Hallöchen. Shit. Das hat aber keine anderen alarmiert. Okay, auch in Ordnung. Oh, Mist, war das. Das war doof. Das war richtig blöd. Aber na gut. Komm, Eisenpfeile nehmen wir mit, die wiegen nix. Happy drüber bin ich nicht, aber was will man machen? Okay, hier sind sehr viele Leute. Ist das auch jemand? Das kann ich von denen mich nicht ganz erkennen. Was ich machen könnte. Ist da jemand? Das war vielleicht nicht so gut. Das war vielleicht ein bisschen doof. Guck mal. Das war jetzt sehr blöd. Ich glaube, ich muss da weg. Die kommen jetzt, glaube ich, alle hoch. Alle hochgestinkert. Dann gehen wir weg. Dann machen wir das Ganze ein bisschen im Pussy-Modus. Aber lieber so. Ein bisschen vorsichtiger. Ich muss mal die Pfeile wechseln. Lieber so ein bisschen vorsichtiger, als da reingekloppt zu werden und komplett. Was haben wir denn? Zwergenpfeile. Die sind ganz stark und haben paar von, das ist gut. Ja komm, geht wieder zurück. Ich bin gerade dabei, dann machen wir die noch runter. Geht jetzt alle da runter? Perfekt. So, einmal speichern. Ist da jemand? Mal gucken. Ist wohl meine Fantasie. Also, der ist am meisten dran. So sneaky wie möglich alle auszuschalten. Ja, genau aus dem Grund. Okay, und jetzt weg da. Und jetzt kommen sie da hochgestinkert. Ah, ja. Komm schon, das schaffen wir. Das kriegen wir langsam, aber sicher kriegen wir das hin. Ich hoffe nur, dass wir oben bleiben. Das ist. Oh, da oben. Oh Gott, da sind Ausdauer. Alchemie, dann machen wir später. Redekunst. 10% bessere Preise bei anderen Geschlecht. Kannst Wachen bestechen, damit sie Verbrechen ignorieren. Das bringt mir alles im Moment nicht sehr viel. Taschendiebstahl können wir noch nichts machen. Schlossknacken auch nicht. Schleichen. Das hier kann auf. Das ist der bessere Weg von beiden. Wenn ich mich schon auswählen muss, dann machen wir das so rum. Okay. Dann. Sovengarde, nehme eure Seele auf. Ich werde euch rächen. Nicht so schnell. Oh, jetzt rennt er hier auch noch entlang, Alter. Oh nein. Okay.
Er hat sich erledigt mit. Ah, ein Großteil. Ah, hier, Scheiße. Ein Großteil haben wir ausgeschaltet. Das wird, glaube ich, nichts. Heilung, Heilung, Heilung. Ich weiß nicht, ob das. Ich schätze, die Luft ist rein. Ja, aus dem Grund mache ich das Ganze lieber sneaky, weil das genau dann das genau sowas nämlich nicht passiert. Mist. Genau aus dem Grund haben wir gespeichert. Jetzt warte ich einfach mal. Kurz. Okay. Das sind, glaube ich, nur noch die beiden und Jarira. Weg, 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 weg. Ganz schnell weg. Der Typ ist hart. Okay. Ah, da sind noch mehr, alles klar. Mist! Komm schon. Das kann doch nicht sein. Verdammt. Die sind tough. Aber ich habe den Captain schon mal ein bisschen angekratzt, das ist ganz gut. Nee, die sind mir zu nah. Ich die jetzt. Und Feuerpfeile sind ein bisschen zu stark. Wenn ich den hinteren ausschalte. Ist es in Ordnung, dass wir stehen bleiben. Okay. Das war nicht so. Bitte renn nicht so schnell, bitte renn nicht so schnell, bitte renn nicht so schnell. Eieieiei. Okay. Ja, so langsam aber sicher kriegen wir es hin. Ach, da vorne. Der ist aber stark, glaube ich. Der Captain. Captain, Captain. Komm mal hoch. Noch einer. Bam! Okay. Das war ein gutes Geräusch. Jetzt ist es, glaube ich, nur noch. Oh ne, da haben wir noch einen. Hey Kollege, bleib mal bitte stehen. Komm, sag mal brav. Shit. Doch niemand hier. Bleib mal brav, du siehst müde aus. Leg dich mal eine Runde hin. Jarira. Sau. Gleich daneben legen. Verdammte Mist hier. So, die Truhe Zwergenpfeile speichern. Das war's doch. Das war jetzt nicht so unbedingt absolut ultra spannend, aber immer noch besser als sterben. Hallöchen, da ist ja noch einer. Sorry, ich wollte dich nicht ignorieren. Jetzt müssten es aber, glaube ich, alle gewesen sein. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Ein Haufen Schrott, alles klar. Kerims Herz, Schmiedekunst verbessert. Gold. Okay. Junge, Pfeile. Komm, Eisenpfeile. Nehmen wir mit. Jagdbogen, Langbogen. Okay. Zaubertrank des Volltreffers. Bericht der Kaiserlichen Kommission zur Katastrophe von Ionit. Gibt noch nicht mal was für den langen Titel. Hüter der Steine. Okay. Eisenhelm. Achso. Ich dachte, das wäre jetzt auch ein Buch gewesen. Na, Hallöchen. Das ist aber. Hargas Tagebuch. Wann geht das? Ah, okay. Achte Abendstern, vierte Ära 200.
Jarira führt etwas Großes im Schilde. Er wollte mir nicht sagen, was genau. Er meinte nur, es wird wieder in den guten alten Zeiten. Es wird wieder wie in den guten alten Zeiten. Ehe der Eisturz eurer Boote dort drin blockierte. Wir können unsere Schiffe nicht mehr hier rausschicken. Worauf spielt er bloß an? 14. Abendstern, 4. Ära, 200. Er will wissen, was für Beute wir angehäuft haben. Ganz gleich, was er sagt, von mir erfährt er nichts über meinen Schatz. Der bleibt dort unten, wo er in Sicherheit ist. Er wird wohl kaum ins trübe Wasser springen, geschweige denn zum versunkenen Schiff hinuntertauchen. 21. Abendstern, 4. Ära, 200. Es ist soweit. Jarira und seine Schwester Deja haben irgendetwas ausgeheckt. Jetzt brauchen sie nur noch einen Sündenbock. Ich frage mich, wo sie jemanden auftreiben werden, der so dumm ist, auf sie zu hören. Irgendeiner findet sich ja immer. Ja, und dieser dumme Sündenbock waren wir. Aber das lohnt sich. Naja. Die Kiste lohnt sich jetzt nicht besonders, aber der Rest hat sich ganz, hat sich schon ganz gut gelohnt. Eine Sahneschnitte. Na, du Sahneschnittchen. Da. Los. Hm. Okay. Stahlbeil. So eine. Ah, man könnte auch das hier aktivieren und dann darüber. Okay. Na, Jarira. Gold, Königin Gold, Nord mit. Sonst nix. Wärmlich. Hm. Na gut. Na gut, okay. Dann gehen wir mal weiter. Tomatensuppe. Schwarzblutmaroder, Eisenpfeil, mystischer Galeorin, der Bettlerprinz, Götter und Kulte, ja, okay, das hatten wir alles schon, das gibt alles nichts. Einmal den Hebel. Ja, und dann. Ah, gucke mal. Was haben wir denn da Schönes? Und hier. Das ist doch was Schönes. So, Zwergenbogen, die Entkräftung. Zack, Dietrich, Gold, Zaubertrank, Ring und... Nö, brauche ich nicht. Und die sieht geil aus. Hallelüchen, die nehme ich mit. Die sieht schön aus. Okay. Das war also der, die das Kiste, wo Harga von gesprochen hat. Oder hat sich das also doch ziemlich gelohnt? Hab ich da hoch? Nö. Nee, geht da hoch. Nuff jetzt. So, zack. Hier rüber. Da raus. Ja, Hallöchen. Was war das denn Schönes? Guck mal. Waffen. Der macht 28. Der macht nur 24. Hm. Na gut. Aber ist trotzdem recht schön. Nehmen wir mit. Genau wie die Magierrobe, die werde ich wahrscheinlich nie anziehen, aber sie sieht schön aus. Okay, ja, dann packen wir es. Dann haben wir es erledigt. Alles klar. Schläft einfach auf der Arbeit. Unglaublich, unglaublich, sage ich dir. Unglaublich. Okay, das ist eine Fackel. Da, stimmt, die waren wir auch schon. Das war... Das war der Bereich. Dann einmal hier runter. Da rüber. Da drauf. Und dann dahin. Und dann da raus. So, das war also das Wrack, beziehungsweise die Beute der Eisläufer. Oh, die Beute der Eisläufer. So. Hier rumfummeln. So. Gut, dann hat sich das also erledigt. Jarira ist tot. Nachdem der Hund uns verraten hat, beziehungsweise uns hintergangen ist. Und jetzt stehen wir wieder da und halten Maul auf den Pfeil. Mist. Hm. Was machen wir nun? Stimmt. Genau. In Einsamkeit. Die...
der Bettler, der einäugige Adler oder wie genau der heißt, der sollte uns eigentlich noch eine Quest geben für einen Helm, den wir zurück besorgen sollen, der hier. Das hat er beim letzten Mal irgendwie nicht gemacht. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Das tut er aber. Hättet ihr vielleicht etwas Gold für einen Veteran übrig? Wie lautet eure Geschichte? Ja, war ich einer der besten Kundschafter der Armee. Ich habe in der Wildnis alle gefährlichen Orte aufgespürt, die uns Probleme bereitet hatten. Ich habe meinen Helm in einer der alten Höhlen verloren. Mein schöner, schöner Helm. Danach ging es mit meinem Leben immer weiter bergab. Ich habe so vieles verloren. Das ist, wenn ich den Helm für euch suche. Das würdet ihr tun? Aber natürlich. Ich hätte ihn natürlich sehr gerne wieder. Ich würde euch auch einige meiner Kundschafterkniffe zeigen. Das ist doch was Feines. Das machen wir. Ich vermisse diesen Helm sehr. Schattengrünhöhle. Schattengrünhöhle. Gut, das heißt, wenn ich zur Talmorischen Botschaft hin schnell reise, müsste das eigentlich... Ich glaube, da spawne ich nicht drin. Ich hoffe, dass ich da nicht drin spawne. Ich will da nämlich nicht drin spawnen. Müsste das eigentlich nur ein Weg rüber sein. Einmal kurz schnickschnack. Ja, perfekt. Gucke mal. Da. 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 Ja, da. Ja, das scheint mir richtig. Sodale. 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 Dann schnackseln wir darüber. Zack. Au. Erstmal das Bein verbrochen. Gebrochen. Ja, das ist ein Säbelzahntiger. Das sind sogar zwei. Nee, muss nicht sein. Halleluja. Ich habe gerade Drachen gehört. Nee, ich will nicht. Ich mag keine Drachen. Wenig Platz, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Bock schon, aber Platz nicht. So, tack. Tack. Einfach mal hier runter. Begeben wir uns. Oh Gott. Ah, scheiße. Das haben wir davon, wenn wir nicht den richtigen Weg nehmen. Also nochmal, diesmal vielleicht mit dem richtigen Weg. Sagte er und begann trotzdem den Bergrunterweg. Mann. Ja, ich muss da irgendwie halt hinkommen. Und das schnell. So. Zack. Speichern. Zack. Zack. Ist. Na, ich weiß nicht, ob das überlebbar ist. So ist es besser. So, und. Schattengrünhöhle. Nochmal speichern, sneaken und Rinder. Und Rinder kultivieren. So, und dann nochmal geht's gleich. Ach du Scheiße, sieht das schön aus. Halleluja. Liegt da jemand? Liegt doch jemand. Hier dürfte es eigentlich. Also okay. Es wird es eigentlich auch Sprösslinge geben. Spriggans. Jäger. Bärenpelz Dietrich, Fasanenbrust, Gold. Altert er viel. So. Okay. Dann wackeln wir mal weiter. Ich speichere lieber nochmal ab. Das ist ein Wolf. Okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Sprösslinge werden etwas härter zu bekämpfen sein.
Okay. Okay, okay, okay. Ja, so, ja. Elsch. Einmal speichern und weiter geht's. Okay. Alles klar, alles klar. Ja, genau, das habe ich erwartet. Ist der tot? Ja, der ist tot, aber da kommt ein Bär. Hallöchen. Für den Bär. Nee. Ich muss mich heilen. Alle haben wir kleine Heilung da. Das macht ja absolut gar keinen Schaden. Komm her, ja. Was? Wie hat das jetzt mehr Schaden? Okay. Na gut, dann gehen wir weiter. Sollte hier nicht irgendwo der Zweigling liegen? Hm. Na gut. Ah, ja, ist alles klar. Das noch einer. Ach Gott. Uah. Hab ich den Schaden? Einmal heilen, bitte. Höchste Heilung. Ich hasse es, wenn ich... So. Scheint macht das wirklich mehr Schaden. Das macht aber gar keinen Sinn, wie mehr Schaden. Was bin ich? Warte mal. Nö, scheint bald. Ich speichere nochmal. Ja, dich habe ich diesmal gesehen. Nein, nicht runter, nicht runter. Halt, halt. Ja, okay. Ist 100% noch so eins. Oder da oben. Ah ja. Alles klar. Okay, da sind Bären, die sich teleportieren und Zweiglinge. Ich muss hier runter. Ah, natürlich noch. Ah, verdammt! Ach komm schon, echt jetzt? Ei. Ei, caramba. Ja, der oben aktiviert wieder ihre komischen Bären da. Speichere jetzt nochmal ab. Anscheinend sind es dann doch mehrere Zweiglinge. Mit dem einen da hinten. Ah, nein. Immer Feuerpfeile kommen.
Okay, alles klar. Das haben wir geschafft. War's das? Das war's. Perfekt. Eieieiei. Okay, geh mal her. Zack. So. Was haben wir denn Schönes? Das brauche ich nicht. Den Heiltrank nehme ich gerne mit. Und die Truhe. Nostas Helm. Dietrich. Gold. Okay. Dann ist nur noch einen angenehm schnellen Weg hier raus. Okay. Zack, zack. Ah ja, hier ist das Ding. Uah. Okay, dann mal, komm, das mache ich noch schnell in der Folge. Geben noch sehr schnell Noster seinen Helm zurück. Können wir uns hier gerade hin teleportieren. Müssen wir hin schnell reisen und dann ist die Folge im Kasten. Die wird heute leider ein bisschen später erscheinen erst. Weil ich es nicht ganz gepackt habe. So. Einsamkeit zurück. Morgengrauen oder Abenddämmerung? Schon mal sehr gut zu wissen für, wenn wir anfangen mit Fischen. Nosta, mein alter guter Freund. Nicht in die Schildlatschen, bitte. Habt ihr vielleicht einen... Seht ihn euch an. Das ist noch echte Nordwertarbeit. Ich will euch einen alten Kniff zeigen, den ich als Kundschafter gelernt habe. Dadurch fällt es dem Feind schwerer, euch auszumachen. Ah, okay, cool. Ja, nice. Also. Ihr lasst mich jetzt besser allein. Ja. Ja, damit wieder mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich. Lasst doch gerne ein Like, lasst doch gerne ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen zurück bei The Elder Scrolls 5. Tschö mit Ö und ciao mit V. Haut rein.